So, unmittelbar nach Spielende in Wuppertal. Erstes Oberligaspiel für den SV Uedesheim. Ingmar 0:0. Erstmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Am Ende ein Punkt gewonnen oder zwei liegen lassen? Ne, ich denke mal, über 90 Minuten war es ein gerechtes Unentschieden. Ja, also wir haben natürlich am Anfang waren wir ein bisschen nervös, sind nicht so gut ins Spiel reingekommen und haben dann so ab der 25., 30. haben wir dann uns dann halt ja, auf unsere Stärken besonnen. Ich sag mal, da haben wir auch mal versucht, wieder Bälle zu halten und dann ein bisschen mehr in die Zweikämpfe zu gehen. Und Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir eine richtig gute Phase. Da hätten wir vielleicht die Möglichkeit gehabt, da mal einen zu machen. Aber ich denke mal, unterm Strich können und müssen wir mit dem Punkt ja, absolut zufrieden sein. Ich denke mal, das war fürs Erste war super. Die Abwehr stand ziemlich sicher hinten drin, keinen zugelassen. Von daher aus einer sicheren Defensive heraus, wenn man vorne noch ein bisschen mehr machen kann, wie du eben gesagt hast, dann können wir hier auch drei Punkte mitnehmen. Das ist richtig. Ich sag mal, wir haben hinten wirklich sehr gut gestanden, haben eigentlich bis auf die erste Szene nach ein paar Minuten haben wir eigentlich so nichts zugelassen. Wir haben sehr gut miteinander gesprochen und haben halt auch nicht planlos die Bälle gespielt. Ja, ich sag mal, wir hätten, wenn wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt hätten, hätten wir die eine Szene mit dem Andrzej, hätten wir da was machen können. Aber letztendlich, denke ich mal, ist das schon in Ordnung so, wenn wir hier mit dem Punkt nach Hause fahren. Und ich denke mal, darauf können wir aufbauen. Wichtig ist, dass die Jungs gemerkt haben, dass sie da auch mithalten können. Ja, ich denke mal, das war ganz wichtig. Und ja, ich denke mal, darauf lässt sich aufbauen. Ja, Stichwort aufbauen. Die Pause ist ziemlich kurz. Am Mittwoch geht es direkt weiter. Zwei Tage zur Regeneration. Wie sieht das Programm für morgen Abend aus? Ja, okay, wir werden da nichts ändern. Also morgen ist klar, die Jungs, die gespielt haben, die laufen aus. Die anderen werden etwas mehr machen, halt aber auch nicht so viel wie sonst. Und das Wichtige ist, wir haben die Möglichkeit, ob wir jetzt Mittwoch mit der gleichen Aufstellung spielen, müssen wir halt mal sehen. Ich sag mal, gucken wir, wer sich heute irgendwas geholt hat. Ich sag mal, da werden wir keine Schwierigkeiten haben. Da können wir zwei, drei Mann auswechseln. Also von daher sind wir flexibel. Okay, nur ein Wort. Mir ist aufgefallen, ich fand von außen zu sehen ein sehr faires Spiel. Ich glaube, nur eine Karte im Spiel. Man sagt ja immer, die Oberliga geht schon mal härter zur Sache. Wie hast du es gesehen heute? Genauso, aber ich denke, es liegt auch viel. Ich glaube, die Schiedsrichter sind natürlich auch schon mal wieder ein bisschen besser. Ja, also ich denke mal, das konnte man direkt merken. Die haben eine ganz andere Linie im Spiel und vermeiden eigentlich, ich sage mal, dass so eine Hektik reinkommt. Ich sage mal, also von daher, ja, läuft. Okay, läuft. Hoffentlich geht es am Mittwoch dann weiter zum ersten Heimspiel gegen Turo Düsseldorf. 19 Uhr, Uedesheim.